Vielen Dank für diese super kreative Geschichte. Ich war gerade richtig neidisch, dass ich nicht hier vorne sitzen durfte. Das nächste Mal mache ich das vielleicht trotzdem. Liebe Gemeinde, ich habe heute eine Geschichte aus der Bibel, die ich mit euch lesen möchte, über die ich reden möchte, die ihr bestimmt schon 100-mal gehört habt. Und ich werde auch zu einem Fazit kommen, das ihr von 100-mal gehört habt. Aber vielleicht ist das ein oder andere Detail in der Geschichte trotzdem für den einen oder anderen eher unbekannt. Mir ging das zumindest damals so. Es war jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich Theologie studiert und meine Schwester hat Bibelstunden bekommen und ist dann eines Tages auf mich zugekommen, voller Freude, und hat gesagt, was sie in der Bibelstunde gemacht haben. Sie haben einen Bibeltext gelesen und haben sich die Frage gestellt, was ist neu an der Geschichte, was ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Also ganz jetzt nicht besonders, aber ihr ist was Neues aufgefallen. Und das fand sie so cool und hat gesagt, lass uns die Geschichte jetzt auch lesen und dann sagst du mir, was neu war für dich. Ich fand das natürlich schön, habe mit ihr die Bibelgeschichte gelesen und als wir fertig waren, war sie richtig gespannt. Und was war neu? Hast du es gesehen? Und ich, ist eine sehr schöne Geschichte. Also wirklich super. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Schaf gelesen. Also wie Jesus das macht, perfekt, super. Aber auf was willst du hinaus? Ja, hast du es nicht gelesen? War das jetzt nicht neu für dich? Gar nichts Neues? Auch nicht dieses Detail hier? Und ich lese nochmal und denke mir, hä? Steht das hier wirklich drin? Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gelesen. Das verändert jetzt eigentlich alles. Das ist ein kompletter Plot-Twist. Die ganze Geschichte geht irgendwie anders durch dieses Detail, was ich gelesen habe. Und ich würde mit euch gern diese Geschichte lesen, in Lukas 15. Schlag gerne mit mir die Bibel auf, Lukas 15. Ich möchte Vers für Vers lesen und dazwischen immer was sagen. Es heißt, Lukas 15, Vers 1, es nahten ihm, Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Also das ist jetzt bis jetzt der Kontext, in dem die Geschichte spielt. Jesus war von der Menge umgeben und es waren aber keine normalen Menschen, sage ich mal, es waren Zöllner und Sünder. Diese Menge wird besonders definiert. Die Juden haben damals gehofft, dass der Messias sie von den Römern befreit. Die Zöllner, die hier in der Geschichte jetzt auftauchen, haben aber für die Römer gearbeitet. Die waren irgendwie Verräter am eigenen Volk, die für den Feind gearbeitet haben, die für den Feind was gemacht haben. Und sie durch ihre Arbeit bewirkt haben, dass der Feind Steuern bekommt, dass er sich bereichern kann an ihnen. Die waren irgendwie automatisch dadurch Gegner, auch der als Feind gesehen. Und zusätzlich kam dazu, dass die Zöllner häufig ein bisschen mehr verlangt haben, als sie eigentlich einnehmen sollten, um sich selber was in die eigene Tasche zu erwirtschaften, was das Ganze nicht sympathischer gemacht hat, diese Personen. Und dann waren noch andere Sünder, die jetzt nicht genau definiert werden, was das für Leute waren, aber wenn sie in einem Atemzug mit diesen Zöllnern genannt werden, kann man sich denken, dass die Leute, die diese Menge gesehen haben, kein gutes Bild hatte über diese Menschen. Das war der Abschaum. Das waren die Leute, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Aber warum war Jesus mit diesem Abschaum umgeben, von diesem Abschaum umgeben, von diesen Leuten? Wir lesen in dem Kapitel davor, in Kapitel 14, dass eine große Menge
Jesus nachgefolgt ist. In 14, Vers 25 heißt es: Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und Jesus redet hier über die Nachfolge und über den Preis der Nachfolge. Und er sagt, dass man nur dann sein Jünger sein kann, wenn man Vater und Mutter und seine ganze Familie hasst. Sehr komische Bibelstelle. Er sagt, dass man sein Kreuz tragen muss, um sein Jünger zu sein. Er vergleicht es dann mit einem Baumeister und mit einem König, die unüberlegt handeln, und sagt, dass man sich doch genau überlegen soll, ob es einem das wert ist. Jesus sagt, Jünger zu sein bedeutet, dass alles, was einem wichtig ist, dass man das an die zweite Stelle setzen soll. Jesus provoziert hier ein bisschen, wir sollen nicht unsere Familie, unsere Vater und Mutter hassen. Ich glaube, das ist uns klar. Aber Jesus möchte sagen, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen sollen, dass wir ihn an erste Stelle stellen sollen. Und durch das, was er hier sagt, bewirkt er, dass er die Leute vertreibt. Es war eine große Menge da, und Jesus redet hier über den Preis der Nachfolge, und dann fängt das Kapitel 15 an. Von dieser großen Menge sind nur noch Zöllner und Sünder übrig geblieben. Die haben sich von diesen Worten nicht abschrecken lassen. Vielleicht haben die auch gar nichts mehr zu verlieren gehabt. Vielleicht wurden sie aus ihrer Familie sogar von ausgestoßen und haben sich deswegen gedacht, naja, ich habe eh keine Familie mehr. Es fällt mir gar nicht so schwer wie den anderen. Aber es heißt auf jeden Fall weiter: Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Also, Jesus ist von dieser Menge an Sündern umgeben, und die Pharisäer stehen vielleicht mit ein bisschen Sicherheitsabstand daneben und murren und sprachen, dieser nimmt sich der Sünde an und isst mit ihnen. Jesus hatte im vorherigen Kapitel auch schon mit den Pharisäern gegessen. Das Kapitel 14 fängt so an, dass es heißt: Und es begab sich, dass an einem Sabbat im Haus eines Obersten der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und dann heißt es in Vers 12, er sprach aber zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein. Denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also Jesus sagt zu den Pharisäern, die da mit denen er ist, ladet doch lieber die Armen ein, ladet die Verkrüppelten ein, die Lahmen, die Blinden, die Leute, die das nicht wieder zurückzahlen können, und esst mit ihnen. Damals hat Armut oder Krankheit bedeutet, dass oder für die Leute bedeutet, dass sie wahrscheinlich irgendeine Sünde getan haben. Beim Blindgeborenen fragen die Jünger, wer hat da jetzt gesündigt? War es wirklich er oder doch vielleicht seine Eltern? Aber dass da eine Sünde gewesen ist, ist ja klar, er ist krank geworden. Es war also für die Leute schon eine gewisse Hürde, mit diesen Leuten zu essen. Was Jesus hier sagt, mit den Armen, Blinden, Kranken, Lahmen, Verkrüppelten. Weil sie ja offensichtlich nach dem Denkschema damals gesündigt hatten. Aber Jesus geht hier noch weiter und isst mit den Zöllnern und Sündern, und für die Pharisäer ist das anscheinend der Tropfen, der das Maß zum Überlaufen bringt. Also das mit den Armen und Kranken zu essen ist schon eine Herausforderung, aber jetzt mit den Zöllnern und den Sündern, das geht jetzt nicht. Und sie sprechen: Der macht das, was soll das? Er nimmt sich der Sünde an und isst mit ihnen. Die Pharisäer haben über diese Gruppe an Zöllnern und Sündern geurteilt, haben sie verurteilt, haben sie in eine Schublade gesteckt und haben über sie gemurrt. Ich möchte aber, bevor wir jetzt die Pharisäer verurteilen,
noch eine Lanze für die Pharisäer brechen. Die Pharisäer, es war eine Gruppe, die damals zur Zeit Jesu gelebt hat, die sich gebildet hat, nachdem das Volk aus dem Exil aus Babylon rausgekommen ist. Sie wurden wieder befreit, sind wieder in ihr Land zurückgekommen, haben aber gemerkt, irgendwie sind wir nicht ganz frei. Es gab immer eine Besatzungsmacht, die das Sagen hatte in dem Land. Das Volk selber hatte nie das Sagen. Es waren erst die Perser, dann die Griechen, dann jetzt die Römer. Immer gab es jemanden, der ihnen gesagt hat, was zu tun ist. Und es gab jemanden, der Geld von ihnen haben wollte. Und nur wenn sie dieses Geld, diese Steuern zahlen, nur dann sind sie wirklich frei. Es war so eine Art Schutzgeld, könnte man sagen. Weil wenn sie das nicht gezahlt haben, dann gab es Krieg. Und aus dem Grund haben die Pharisäer gesagt, irgendwie sind wir immer noch im Exil. Wir sind jetzt zu Hause, wir leben zu Hause, aber irgendwie sind wir trotzdem noch im Exil. Wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Messias. Und das war der Grund, wieso sich die Gruppe der Pharisäer gebildet hat. Weil sie aufmerksam machen wollten, dass ein Messias notwendig war zu ihrer Zeit. Und sie haben sich überlegt, was war denn der Grund, wieso wir damals ins Exil gekommen sind. Und es war der Götzendienst vor allem, wie die Propheten schreiben. Und deswegen haben sie gesagt, lasst uns Gott wirklich treu sein, lasst uns den Götzendienst wegschaffen und wirklich nur Gott treu sein. Und das haben sie versucht umzusetzen und haben die Gebote Gottes gehalten, haben versucht, noch mehr zu halten als die Gebote Gottes. Lieber halten wir zu viel als zu wenig und übertreten ein Gebot, was Gott gegeben hat. Weil sie ja voll die Gesetze Gottes halten wollten, haben sie da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu gemacht. Aber das wären heute möglicherweise vielleicht sogar gute Adventisten, die sich voll in die Gemeinde einbringen, die ganze Zeit davon reden, dass wir einen Erlöser brauchen, dass der Messias jetzt kommen muss und die Gott wirklich, wirklich aufrichtig gehorsam sein wollen. Wie sie das umgesetzt haben, also das Motiv finde ich super, wie sie das umgesetzt haben, ist ein bisschen kritisch zu betrachten, dass sie in ihrem Eifer ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Dass sie neue Gebote erfunden haben, sozusagen als Schutzraum, als Schutzzaun um die 10 Gebote außen herum, hat den Blick von den Menschen weg von den 10 Geboten und mehr auf Menschengebote gerichtet. Dass die Leute sich gefragt haben, darf ich das machen, darf ich das machen? Und wir reden nur noch darüber, was sagt Rabbi X, was sagt Rabbi Y und nicht mehr, was sagt Gott. Das waren die Auswirkungen und Jesus kritisiert diese Auswirkungen immer wieder. Aber er hatte sie nicht aufgegeben, die Pharisäer. Und deshalb ist Jesus im Kapitel 14 mit den Pharisäern und deshalb ist Jesus mit den Armen und Blinden und mit den Zöllnern. Aber Jesus redet jetzt dieses Gleichnis zu den Pharisäern, die hier murren. Und Jesus redet nicht nur das Gleichnis vom verlorenen Schaf, sondern eigentlich redet er 3 Gleichnisse und spricht 3 Gleichnisse zu den Pharisäern, die eigentlich alle 3 eine Einheit bilden. Das komplette Kapitel 15 sind für uns 3 Gleichnisse. In der Bibel steht, dass Jesus ein Gleichnis erzählte und erzählt alle 3. Also die Pharisäer murrten und dann heißt es weiter in Vers 3, er sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er 1 von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Also Jesus beginnt dieses Gleichnis jetzt mit einer Frage. Er fragt, wer von euch ist unter euch, der nicht? Punkt, Punkt. Wenn man so eine Frage stellt, was erwartet man da für eine Antwort? Welcher Mensch ist unter euch, der nicht das Geld annehmen würde, wenn man einem 1 Million Euro bietet? Welcher Mensch ist unter euch, der nicht sein Kind rausziehen würde, wenn es in eine Grube gefallen ist? Wenn man so eine Frage stellt, das ist eine Suggestivfrage, dann erwartet man kaum, dass jemand aufsteht und sagt, ja, ich mache das so.
Man erwartet, wenn man so eine Frage stellt, dass jeder sagt, ja, ist klar, jeder weiß Bescheid, jeder würde so handeln. Für die Zuhörer ist klar, ich kann mich hier nicht melden und das ist keine offene Frage. Und Jesus sagt, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Nachdem Jesus also die Frage so gestellt hat, dass jeder sich denkt, naja, klar, sicher, das macht jeder so, macht er zumindest nicht so weiter, wie man es erwartet. Er sagt, dass der Hirte die 99 Schafe in der Wüste lässt. Es heißt nicht, dass der Hirte erstmal zum Stall geht, die 99 in Sicherheit bringt. Er lässt die 99 Schafe in der Wüste stehen. Darauf hatte mich meine Schwester aufmerksam gemacht. Ich habe das vorher noch nie gesehen. In Kindergeschichten, in Menschen in Gottes Hand, waren die immer alle versorgt, die 99 Schafe. Aber es heißt, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Für die Zuhörer war das Ganze mit der Wüste vielleicht so ein kleiner Schock. Vielleicht haben sie sich umgedreht, den Nachbarn gefragt, hey, hab ich das richtig verstanden? Hat er die 99 wirklich in der Wüste gelassen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn man das macht, dann können noch viel mehr Schafe verloren gehen, ohne einen Hirten, der auf sie aufpasst. Der Hirte stellt hier seinen ganzen Besitz aufs Spiel, nur um dieses eine Schaf zu retten. Und in der Wüste sind die Schafe lebensgefährlich bedroht. Wieso werden die dort alleine gelassen? Und wie kommen diese 99 Schafe überhaupt in die Wüste? Zum Weiden sind die sicher nicht daraus gegangen. Da gibt es nichts zu essen, es ist keine Nahrung. Die Wüste ist kein Ort, in der Schafe sich aufhalten sollten. Es muss irgendeinen anderen Grund gegeben haben. Aber nachdem Jesus jetzt diese Suggestivfrage stellt, wo sich jeder denkt, ja, das macht man so, macht dann er so weiter, dass sich jeder denkt, okay, das macht niemand so. Ich möchte erstmal aber weiterlesen. Das heißt dann, wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Also der Hirte lässt das Schaf jetzt nicht irgendwie hinter sich her trotten, er treibt das auch nicht vor sich her. Er trägt es auf seinen Schultern voller Freude. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar eine echte Frage. Was denkt ihr, was schätzt ihr, wie viel wiegt ein Schaf? Bedenkt, dass Jesus redet hier nicht von einem Lamm, sondern von einem ausgewachsenen Schaf. Wie viel wiegt ein Schaf, Phil? 80 bis 100 Kilo. Okay. Gibt es sonst Schätzungen? Ja. 99. Aha. Super. Ja? Ihr habt beide recht. Ich habe ja selber auch keine Ahnung, habe im Internet nachgeschaut und habe herausgefunden, ein ausgewachsenes Schaf wiegt zwischen 45 und 160 Kilo. Also diese große Spannweite liegt wahrscheinlich daran, dass es viele verschiedene Rassen gibt. Gehen wir mal davon aus, dass heutzutage vielleicht manche Schafe so gezüchtet werden, dass sie auch extra schwer werden, weil sie dann vielleicht mehr Wolle geben. Vielleicht haben die Schafe damals nur 50 Kilo gewogen, also am unteren Ende von dieser Spannweite. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet dieses Schaf nach Hause tragen, das sich verirrt hat. 50 Kilo auf den Schultern tragen, wie Jesus es erzählt. Das ist möglich. Es erfordert aber eine Menge Kraft und Anstrengung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut für den Rücken ist. Aber auf jeden Fall nimmt der Hirte hier mindestens mal einen Muskelkater in Kauf, um das Schaf wieder nach Hause zu bringen.
Wahrscheinlich war es damals eher üblich, das Schaf vor sich herzutreiben. Und gerade wenn das Schaf sich verlaufen hatte und man ein bisschen Wut im Bauch hatte, dann trägt man es nicht auf seinen Schultern. Aber bei Gott ist es anders, sagt Jesus. Er trägt das Verlorene auf seinen Schultern und zwar mit Freude, wie er betont. Wieder zurück im Gleichnis heißt es, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Bis hierher war das Gleichnis für die Pharisäer, zu denen Jesus ja gesprochen hat, vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbar. Ein bisschen komisch, das mit dieser Wüste, aber Jesus war ja auch kein Hirte und wir wissen ja, was Jesus gemeint hat. Jeder Mensch hat ja irgendwie einen Lieblingsbibeltext. Ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäer damals auch einen Lieblingsbibeltext hatten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für manche von den Pharisäern, zu die Jesus hier spricht, der Psalm 119 ein sehr schöner Psalm war. Vielleicht ein Lieblingstext. Der Psalm 119 ist, finde ich, auch ein wirklich schönes Kapitel. Das ist der längste Psalm der ganzen Bibel. Das längste Kapitel. Und in dem Psalm geht es um die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Jeder Buchstabe im Alphabet bekommt in diesem Psalm einen ganzen Abschnitt. In diesem Abschnitt fängt jeder Satz mit diesem Buchstabe an. Und so geht das ganze Alphabet einmal durch. Und jeder Buchstabe im Alphabet bezeugt die Herrlichkeit des Gesetzes Gottes, die Herrlichkeit seines Wortes. Der ganze Abschnitt sagt, wie schön das Gesetz ist. Und es schließt, dieser Psalm schließt mit den Worten im Psalm 119, Vers 176. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Gleichnis für die Pharisäer vielleicht verständlich war. In dem Sinne, dass sie sich gedacht haben, naja, ich bin ja offensichtlich das verlorene Schaf. Weil David hat ja schon in dem Psalm gesagt, den ich so gut finde, ich bin wie ein verlorenes Schaf. Suche mich, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Und die Pharisäer haben die Gebote nicht vergessen. Die haben sich dafür stark gemacht und sehen sich, vielleicht zu Recht aus ihrer Sicht, als dieses verlorene Schaf. Und bevor Jesus das Gleichnis beendet, identifizieren sie sich mit diesem Schaf. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und damit sagt Jesus zwei Sachen, die die Pharisäer vielleicht vor den Kopf gestoßen haben. Bis gerade eben haben sie sich als dieses Schaf gehalten. Und dann dreht Jesus den Spieß um. Jesus sagt, dass die Zöllner und Sünder dieses verlorene Schaf sind. Obwohl sie die Gebote Gottes ja offensichtlich nicht immer ganz genau gehalten haben. Es geht beim Gesetz beachten für Jesus also darum, Buße zu tun. Wieder zurückzukommen, die Sünden, die man tut, zu bereuen und sein Leben zu verändern und nicht darum, fehlerfrei zu leben. Die Tatsache, dass die Zöllner so gut wegkommen, war für die Leute damals vielleicht schockierend. Aber Jesus sagt in dem Vers noch mehr. Es gibt nämlich anscheinend 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und jetzt, wir erinnern uns jetzt, die 99 anderen Schafe waren in der Wüste. Und dort zu sein, ist für die Herde eigentlich lebensgefährlich. Diese restlichen 99 Schafe sind eigentlich auch verloren. Die stehen in der Wüste rum, aber sie haben noch nicht eingesehen, dass sie auch Buße bedürfen. Und Jesus sagt jetzt den Pharisäern,
erzählt ihnen eine Geschichte von 100 verlorenen Schafen, bei denen eines gemerkt hat, dass es Buße benötigt. Und die anderen haben sich für fehlerfrei gehalten, nicht für notwendig gehalten, Buße zu tun. Das Gleichnis handelt nicht von dem einen verlorenen Schaf, sondern von den 100. Um den Pharisäern zu sagen, dass auch sie verloren sind, dass auch sie Buße tun sollen, dass auch sie wieder zu Gott zurückkommen sollen, erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und Jesus erzählt nicht nur dieses Gleichnis, sondern erzählt eigentlich drei Gleichnisse. Er erzählt von dem Schaf, das verloren ist, das der Hirte gesucht hat. Er erzählt danach von einer Münze, die verloren gegangen ist, aber eigentlich immer noch im Haus da ist, die eigentlich da ist, aber doch nicht da ist. Und dann erzählt er von zwei Söhnen. Der eine geht weg vom Vater und ist irgendwo und verprasst das Geld. Der andere ist immer beim Vater und trotzdem hat er diese Beziehung zum Vater nicht. Trotzdem sind beide Söhne irgendwie verloren gegangen. Jesus wollte den Pharisäern mit diesem Gleichnis klar machen, dass auch sie Buße tun müssen, dass auch sie ihre Sünden erkennen und bekennen müssen. Und dass der Himmel sich darüber freut, wenn sie das tun würden. Und dass sie deswegen nicht über die anderen urteilen sollen. In Jesaja gibt es einen Vers, Jesaja 53, Vers 6, der dieses Gleichnis sehr schön zusammenfasst. Das heißt: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Damals habe ich von meiner Schwester gelernt, dass es wichtig ist, auch bekannte Geschichten nochmal zu lesen und nochmal genauer hinzuschauen, was da wirklich steht. Auch wenn man die Geschichten schon 100 Mal in der Kindersabbatschule gelesen hat. Und als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich erst gesehen, wie auch wir als fromme Pharisäer, als gute Adventisten manchmal Buße brauchen. Nicht manchmal, dass wir Buße brauchen. Manchmal vielleicht in der Gefahr stehen, diesen Fakt zu übersehen, dass auch wir immer wieder zu Gott kommen sollten und ihn darum bitten, unsere Sünden zu vergeben, dass auch wir von Gott nach Hause getragen werden müssen. Und jeder, der Buße tut, heißt es in der Geschichte, wird mit Freuden nach Hause getragen. Jesus sagt, dass der Hirte das Schaf, egal wie schwer es ist, auf seine Schultern nimmt mit Freuden und wenn er nach Hause kommt, allen erzählt, was er gefunden hat und dass sich alle freuen sollen. Und er sagt, genauso wird Freude im Himmel sein. Jesus hat, um das tun zu können, nicht nur einen Muskelkater auf sich genommen, sondern letztendlich ist er für uns gestorben, damit wir von ihm nach Hause getragen werden können. Amen. Lasst uns ein Lied singen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Gott, danke für dein Wort, das wir haben, dass wir da immer wieder Geschichten lesen können und selbst aus den Bekannten immer wieder neue Sachen lernen können. Und lieber Gott, bitte vergib uns, wenn wir über andere Leute vielleicht geurteilt haben, ohne zu merken, dass auch wir selber Buße notwendig haben, dass auch wir selber immer wieder zu dir kommen sollten und dich um Vergebung bitten sollten. Und Herr, danke, dass du uns dann nach Hause trägst, auf deine Schultern nimmst und es mit Freuden
nach Hause trägst. Amen.